shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, zeige ich euch gerade mal 4 von insgesamt, glaube ich, 6 neuen Fahrzeugen, die in den nächsten Wochen mit ins Spiel kommen. Und da hat der Rockstar jetzt am Dienstag, wo das Cunning Stunts DLC rauskam, ja, geschrieben, dass in den nächsten 3 Wochen neue Stuntrennen, neue Fahrzeuge und zum Höhepunkt am 2. August die Stuntrennen für den Job Editor verfügbar sein werden. Aber Rockstar hat ja nicht geschrieben, dass alles jetzt am 2. August kommen wird, sondern in den nächsten 3 Wochen. Und deswegen glaube ich, dass jede Woche 2 oder 3 neue Fahrzeuge jeweils am Dienstag mit ins Spiel kommen und das halt dann der krönende Abschluss am 2. August sein wird. Ich weiß nicht, was denkt ihr darüber? Glaubt ihr, dass wirklich erst alles am 2. August kommt, oder glaubt ihr, so wie ich das glaube, dass davor schon was in, ja, die Fahrzeuge mit ins Spiel kommen, also ein Teil zumindest mal? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Mich würde es mal interessieren, was ihr davon denkt oder was ihr glaubt, wie viele Fahrzeuge oder wann die Fahrzeuge mit ins Spiel kommen. So, ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal 2 Karten rausgesucht, die fleißige Modder erstellt haben, einfach um mir das Ganze mal anzuschauen und auch euch mal so zu zeigen, was wahrscheinlich so im Rockstar Editor alles möglich ist. Und wie ihr im Hintergrund schon seht, es sind wirklich so riesen Teile schon mit dabei. Also war einer richtig fleißig und ich freue mich auch übelst drauf, sowas selber zu erstellen. Weil ich kenne ja so ein paar Leute, die wirklich richtig krasse Jobs erstellen. Und wenn die da im Job-Editor dann ein bisschen abhängen und für uns was kreieren, ich glaube, das wird so mega fett. Also ich freue mich schon übertrieben drauf, dass einfach die Community sich sowas auch, ja, erstellen kann. Und da habe ich mir jetzt einfach mal, wie gesagt, 2 Maps rausgesucht und einfach zu schauen, was ist denn möglich oder was für Sachen bietet uns Rockstar dann an. Und wie ihr es halt schon seht, es sind wirklich, wirklich extrem viele neue Sachen, wo man richtig geile Loopings auch super einfach machen kann, ohne dass es dann irgendwie ein bisschen rumbackt oder dass man irgendwo hängen bleibt. Und ja, die großen Elemente sind dann, ja, die größten Teils, was ich schon gesehen habe, auch schon drin, und auch die ganzen Boosts, die Rockstar da hat. Also ich finde es, glaube ich, richtig geil, oder es wird, glaube ich, richtig geil, obwohl viele Leute ja sagen, die guten Rennfahrer, sage ich mal, die stürzen ein bisschen. Weil die Engine oder ja, die Traktion und das Ganze in den Stuntrennen hat sich ein bisschen verändert. Und da kommen die guten Rennfahrer nicht mehr so auf ihre Kosten und sagen, ja, das sind so Noob-Rennen oder so. Aber ich finde es jetzt gar nicht schlecht, weil mir gefällt es trotzdem, weil die guten Fahrer sind trotzdem noch vorne und die etwas schlechteren Fahrer, die sind nicht so weit hinten dran. Weil es kommt ja immerhin noch auf Fahrerskills an, obwohl es jetzt alles ein bisschen einfacher wurde, wo man einfach mal mit Vollgas durch die Kurven fahren kann. Aber ich finde es einfach geil, es macht einfach mehr Spaß. Und deswegen freue ich mich so übertrieben drauf auf den 2. August, dass da die Stuntrennen für den Job-Editor verfügbar sein werden. Ich zeige euch jetzt gerade im Hintergrund noch kurz die Map, so was für Elemente das alles, was es für Elemente schon alles gibt. Und ja, ich finde es eigentlich richtig geil. Also wie gesagt, ich feiere das wie Sau. Ich hoffe natürlich, dass es euch auch gefällt, das ganze Stuntrennen-Gedöns, weil sonst werdet ihr am 2. August nicht so viel Spaß haben wie ich. Aber ich denke mal, da wird jeder auf seine Kosten kommen. Gerade wenn die neuen Fahrzeuge auch kommen, die richtig geil aussehen. Das ist jetzt die 2. Karte, die ich für euch rausgesucht habe, und für die Leute, die halt gerne Wallride fahren oder so einen Mist machen, denen wird es relativ gut gefallen. Auch wenn jetzt gleich am Anfang ein mega großer Bug im Rennen drin war, das hat mich jetzt ein bisschen gestört, weil ich wollte eigentlich losfahren und das euch zeigen, dann bricht mir einfach, ja, so ein Element, so ein Straßenelement nach unten und ich lande auf der Straße und muss erstmal alles wieder hochfahren, damit ich in so eine Röhre direkt starten kann. Aber ja, die Karte hat mir jetzt persönlich überhaupt gar nicht gefallen, weil die eigentlich schon ein bisschen arg verpackt war. Trotzdem, was halt an der Karte richtig geil ist, dass der halt einen Wallride mit eingebaut hat und wirklich so ein Dreier, so eine Dreierspirale, oder ich kann keine Ahnung, wie man das nennt, das, was am Ende noch kommt. Und durch den Wallride denke ich, dass auf jeden Fall jeder jetzt so langsam auf den Trichter kommt, dass die Stuntrennen eigentlich doch eine coole Sache ist, weil Wallride gab es ja bisher bei den Stuntrennen nicht, aber die kann man jetzt natürlich auch einbauen und ich glaube, das wird jetzt richtig geil. Vielleicht werde ich auch mal jetzt langsam anfangen, die Wallrides zu üben, damit ich das auch mal kann, weil ich bin da so ein richtiger Noob drin, weil ich einfach gar kein Interesse hatte, sowas zu können oder ja, mir auch die Lust und die Zeit fehlt, das zu üben. Meine Stärken sind auf jeden Fall woanders,
nicht im Wallride, aber ich glaube, mit dem Stuntrennen-DLC, wenn da eh alles ein bisschen einfacher wird beim Rennfahren, dann traue ich mich, glaube ich, vielleicht mal an die Wallrides hin. Ja, auf jeden Fall, das waren die zwei Karten, die ich hier vorstellen möchte mit den zwei verschiedenen Autos. Einmal ist es der Ocelot irgendwas und einmal ist der Drift Tamper, der ja bereits schon im Spiel ist. Und der Ocelot, den ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, der ist schon komplett neuer. Sagt mir jetzt so gar nichts, kommt mir so ein bisschen vor wie der Massacro. Aber Ocelot ist doch eigentlich BMW, aber ich kenne jetzt irgendwie nicht wirklich einen BMW, der so aussieht. Ja, aber wir werden gucken. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao.